Auf geht's! Auf geht's, sagt er! Ja, so schön weich und wanzig! Noch geht das, dass man auch schon in die Strömung kommt. Weiß ich nicht, wer da ist jetzt wieder. So wie das hier aus mit Tiefe, was sagt das Echo? Ein Meter. Oh, so der, was so. Passt denn. Du bist aber schon wieder tiefer. Warum komm ich hinterher? Wer springt rein, wenn wir sie retten müssen? Du! Ich muss ja rein. Ich muss filmen, ich darf nicht ins Wasser. Du schon mal hier. Ja. Nein, ich hab auch gerade gemacht. Ja, siehst du, dann bist du dran. Jetzt müsst ihr beiden rein. Wenn ihr rein müsst. Können sich selber retten. Oder bei Ruben, weil das schon schnell erschöpft ist. Oh, Mann, ja, wir haben den Baum verfehlt. Ja, den Baum wollten sie. Ich denke, die kommen da hinten beim Kreuz raus. Ich sag mal, wolltet ihr nicht da, wo der Baum ist? Oder habe ich mich getäuscht? Wir machen aber ziemliche Wellen hier. Hey, guck mal, Lara holt auf hier. Ja. Torben, schön warm. Tiefe? 23. 2 Meter, ne? Ja, kommt sie nicht gerade. Boah, hier sei auch halt nicht auf den Strömung. Hey, jetzt schwimmt er. Da irgendwie auf dem Baum. Ja, oder doch immer sehen. 90 Grad. Der ist schon auf der Hälfte und dann noch erst 2 Minuten. Das war jetzt schon wieder. Ich bin mal gespannt, ob Tom das durchhält. Oder langsam. Guck mal, Tom. Frank hier, Tom Schummel. Warum? Wir sind im Strömungsschatten, ne? Aber hier kann Torben schon fast wieder stehen. Was? Bei 2,20 Meter? Ja, fast. 2 Meter. Wieso wird das auch? Wie groß ist Torben? 2 Meter sind normal Bescheid, da kannst du stehen. Dann wird die Strömung auch gereinigt. 1,70 haben wir hier, 1,80. 60, hier kann ich ausstehen. Ja, jetzt kann doch keiner stehen. Nee, kannst du nicht, die Strömung treibt dich weg. 1,50. Da kann ich hier stehen, ich bin sogar fast grau, aber ich bin sogar raus. 1,40. Du hast zu viel Kondenswasser, man erkennt nichts. Das erinnert mich so fürchterlich an die Elbe-Schwimmerin. Super Abtriff! Ja, der Baum ist da hinten irgendwo. Torben, danke doch, Torben Schummel. Aber der, das beschlägt dann da unter vorne und jetzt hat man kaum... Wollen wir wieder zur Anliegestation? Wollen in die Richtung schwimmen? Da lang. Eigentlich wollte ich das
da am Baum raus. Ja. Also. Oben ist am dichtesten. Ja, das ist. Ja, aber der ist, glaube ich, kaputt. Ja. Also was sagt uns das? Wir haben eine Sandbank im Fluss. Warum kommt irgendwie nicht mehr von der Stelle? Kommt nicht auf der Stelle. Ich will nicht mehr vorwärts. Ich will nicht mehr vorwärts. Danke. Ja. Jetzt ist Rufen so kaputt, dass Dings überholt. Sieht aus. Gut. Ey, das sind die drüben und jetzt wollen wir nochmal hinterher schwimmen. Und der Strömung. Wollen wir?